Hallo ihr Säblinge da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Diesmal wieder eine normale Folge. Wir haben alle Unbekannten aus meiner Liste durch. Heute wollen wir mal wieder hier Rennen reiten und vielleicht auch mal wieder einen Zuchtversuch starten. Obwohl, nee, wisst ihr was? Ich züchte jetzt erstmal nicht, weil wenn die Ponys kommen... Ich denke nach wie vor, wie ich gestern schon sagte, dass England mitkommen wird... Aber ich will nicht dann auf einmal dastehen und doch keinen Platz haben. Deswegen warte ich erstmal damit. So, zack, erstmal hier einsammeln. Boah, ihr habt wieder so fleißig mitgeholfen und mitgearbeitet und gezüchtet und Wahnsinn. Echt Wahnsinn. So, Möhrchen kriegen wir nicht mehr komplett unter. Können wir hier vielleicht... Soja können wir verkaufen. Haben wir nochmal 21 Plätze frei. Und was brauchen wir? Getreide und Mais. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt erstmal... Voilà. Dann machen wir jetzt Getreide. So, dalla. Und es leckt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Also momentan ist irgendwie der Wurm drin. Generell. Gestern geht SSO den ganzen Tag nicht. Bei mir zumindest. Vielleicht hat ihr ja Glück. Heute leckt Heute leckt Horsehaven. Pff. Gib dir ja nicht hier. So, jetzt nimm. Tor. Hm? Oh, guck mal da, wir haben 20 Münzen geschenkt bekommen. Wir hat er bestimmt ausgespuckt beim Fressen. Man weiß ja nie, was so ein Pferd so alles frisst. So, jawohl, ja. Vielleicht haben wir noch die Müsli-Riegel, weiß ich nicht, keinen Plan. Haben wir irgendein Pferd wahrscheinlich nicht, was Level Up hat? Nee. Gut. Und dann schicke ich die Kandidaten direkt auf die Wiese weiter. So, du auch noch. Und du auch noch. Der Rest kann sich am alten Teil ausruhen. Gut, dann gehen wir jetzt direkt rüber nach Deauville oder machen wir erstmal noch... Ach komm, wir machen erstmal das Rennen hier in Brasilien. Mit Ramiro, bevor wir nach Deauville aufbrechen. Mal gucken, wie wir uns heute schlagen. Die letzte Runde hier, die war ja gar nicht mal so schlecht. So, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Das reicht aber voll und ganz hier. So. Ja, hier im Rennen merkt man es doch wieder ganz extrem, wie sehr das doch gerade leckt. Also es macht momentan wirklich größere Probleme leider. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir vielleicht meinen Emulator mal neu installieren muss. Aber ich traue mich nicht so recht, weil das kann auch immer Probleme geben, wenn man den installiert. Ich habe ja zum Beispiel, als ich den nicht mehr drauf hatte, weil ich meinen PC neu aufsetzen musste und ich ihn dann gesucht habe, beziehungsweise das Spiel gesucht habe, da hat er so rumgesponnen, ich musste das ein paar Mal neu installieren Ja, irgendwann hat es dann funktioniert, aber es ist trotzdem nervig, wenn man das zigmal neu installieren muss und hat nicht die Gewissheit, ob es das wirklich bringt. Und da kam jetzt eben auch der Kommentar von wegen, ja, Hilfe, ich finde das Spiel nicht. Es ist echt manchmal total nervig. Also normalerweise solltet ihr es direkt finden. So... Hoppala, aber naja. Ja gut, bis auf den einen Sprung, den ich gemeldet habe, läuft das doch hier bislang ganz gut. Aber wenn dieses Lenken nicht mehr... Ist das bei euch... Ja, ach ja, hatte ich ja schon gefragt. Also bei vielen ist es zumindest auch so. Hm. Nein, noch eins umgekickt. Ramiro, ich enttäusche dich. Wie weit haben wir es denn geschafft? 1190 Meter. Oh, da waren wir das erste Mal besser. Macht nichts. Gucken wir mal hier. Die Videosequenz kriegen wir trotzdem.
Und wir sind auch auf Platz 1 momentan. Na gut, werden wir wahrscheinlich nicht sein. Aber leider stehen weiterhin alle auf nicht teilgenommen. Was mich sehr, sehr nervt. Okay. Ah ja, Deauville wollten wir hin. Ah, ich bin schon wieder verwirrt hier. Okay. Sag mir eine Uhrzeit, sag mir einen Zeitpunkt, wo ich nicht verwirrt bin am Tag. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer zu finden sein. So, was können wir denn hier verhökern? Möhrchen. So. Jetzt haben wir den ganzen Honig in der Hütte. Hätte ich was gesagt. In unserer Futterscheune. Das heißt, der Rest ist jetzt mehr oder weniger nur noch für die Galerie. So. Hallo. Zap. Und zap. Dann wird hier eingesammelt. Ja, normalerweise müsste ich ja auch mal abholzen. Aber irgendwie sträube ich mich gegen den Gedanken. Ich weiß nicht mal warum. Vielleicht einfach, weil ich so gerne so grün mag. Ah, wir haben einen Diamanten geschenkt bekommen von dem Pferdeapfel. Das ist aber fein von dir, kleiner Stinker. So. Ja, wie gesagt, das mit dem Züchten, das lasse ich für den Moment erstmal sein. Ich werde auch heute noch nicht in die Oase gehen. Das mache ich dann wahrscheinlich morgen. So, Jasmin hat ein Level abbekommen. Mal gucken, ob sie damit irgendwas Sinnvolles anfangen kann. Ja, mehr oder weniger sinnvoll. Wir können Diamanten gewinnen. Hoffentlich werden das auch Diamanten. Nein, es wird Futter. Zwar 5 Säcke voll von diesem gelben Möhrenfutter. Schade, aber kann man nichts machen. Ach, guck mal da, das brauchst du ja auch gerade direkt. Ja, dann ist das sogar praktisch. Ja, wenn das nur nicht so lecken würde. Also das hält gerade schon ein bisschen auf und nervt leicht. Ich wüsste mal gerne 254 Erfahrungspunkte. Ah, guck mal hier, wir können unser Pferd nochmal grasen lassen. Nee, was ich sagen wollte, ich wüsste mal gerne, ob irgendwann die Level mal noch weiter erhöht werden. Weiß man ja nicht. Kann ja sein, dass sie irgendwann sagen, einer geht noch, einer geht noch rein und wir einfach mal dann nochmal 5 Level oder sowas dazu bekommen. Beziehungsweise unsere Pferde, dass sie dann nicht mehr Level 15, sondern Level 20 werden könnten. Ich denke eigentlich schon. Es eröffnet ihnen ja wiederum Möglichkeiten. So, heute ist wieder jemand von vorne dran. Wen haben wir schon alles besucht? Wir haben Iris besucht, wir haben Eva, Lola, Chantal, unbekannt sowieso, Natta, Muggele, Loek hatten wir auch. Sophia, hatten wir die Sophia? Die Sophia hatten wir auch. Sissy T hatten wir auch schon. Annika hatten wir, Naomi hatten wir, Ida. Ida hatten wir, meine ich nämlich auch schon. Da ist eine Isa. Links, ja genau, da oben, Ida. Wenn das die falsche Ida war, dann hoffe ich, dass die Ida mir hier nicht böse ist. Elnur, waren wir bei Elnur schon? Elnur, ja. Vanessa haben wir auch gehabt. Simone B. Simone B. hatten wir auch. Jasmin G. Jetzt kommen hier die ganzen Abkürzungen. Okay, Jasmin G. hat man meines Wissens nach noch nicht. So. Direkt mal aufgeschrieben hier auf meinem schlauen Zettelchen. So, auf geht's in die USA. Also ich hoffe, ich hatte sie wirklich noch nicht. Wenn doch, dann seid mir bitte nicht böse. Es wird langsam wirklich schwierig, diejenigen noch rauszufischen. Oh, guck mal hier, wie süß es mit dem Wasserloch. Die Felder so weit, so gut, genauso angeordnet wie ich. Hier haben wir einen Rocky Mountain. Daneben einen American Pacer. American Indian meine ich. So, und hier haben wir einen weiteren American Indian, eine Sakura,
Das war, oh Gott, was war es denn mal? Das war ein Gelderland, oder? Genau, Gelderland. Dann haben wir hier einen Groninger. Und hier hinten haben wir noch ein Rocky Mountain. Oh, da hat sich doch schon ein bisschen was angesammelt hier bei dir. Guck mal, wie das Ganze jetzt in Frankreich aussieht. Übrigens, nehmt mir das nicht krumm, wenn ich sage, jetzt hier in den unbekannten Folgen, ja, ist ja noch nicht so viel ausgebaut. Ich sehe da schon, dass es eine Relation, dass man es in Relation zum Level sehen muss. Außerdem weiß ich selber, dass es nicht unbedingt kostengünstig ist, das alles aufzubauen. Ich hatte ja, ein Diamant. Ich hatte ja am Anfang mein Konto auch nicht mit Facebook verknüpft. Da habe ich mir auch alles selber durch Anbauen und Verkaufen und sowas erfarmt. So, in die Oase dürfen wir noch nicht. Wir streicheln hier trotzdem mal die Pferde. Hier haben wir einen Dol. Das macht meine Maus hier gleich schlapp. Bloß nicht. Genau, wir haben hier 2 Dols, 3 Dols. Also, hast du vor, Dols zu züchten oder kommt mir das nur so vor? Jo, die Pferdeoase, finde ich, macht sich hier hinten auch sehr gut mit direktem Blick auf die Weide. Es ist doch recht hübsch geworden. Vielleicht bastle ich da auch mal noch ein bisschen rum. Aber, ihr Lieben, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, dann gucken wir auch wieder in der Oase vorbei, schauen, welche Pferde da ein Level up hatten und welche wir gegebenenfalls schon verkaufen können. Also, bis morgen. Tschüss.